Ja, mein Name ist Albert Pahl. Ich komme aus Westerhever. Das ist die Nordwestecke der Halbinsel Eiderstedt. Und bin ehrenamtlich jetzt tätig als Kreispräsident des Kreises Nordfriesland. Von Beruf her bin ich Landwirt. Und ich bin an der Küste, direkt hinterm Deich, kann man sagen, groß geworden. Lebe 70 Jahre in der Gemeinde, direkt hinterm Deich. Und bin auch mit dem Wattenmeer und praktisch auch in dem Wattenmeer groß geworden. Und wie ich kann das gut erinnern, dass wir als Kinder viel im Wattenmeer waren und haben da gespielt und haben unsere Springkünste da gegenseitig ausgetauscht, um über die Priele zu springen. Und wir haben es natürlich auch, damals war es auch alles erlaubt und möglich, auch dann Schollen gefangen, indem wir durch die Priele gewandert sind und dann die Schollen getreten haben. Wenn die dann unter dem Fuß werden, schnell hinlangen und dann hatten wir für den Mittagstisch für unsere Mutter dann eine Portion Schollen. Okay. Und das war natürlich auch ein ganz tolles Erlebnis immer für uns. Ja, und ein weiteres Erlebnis war ja einmal, als die große Apfelsinschwemme bei uns ankam. Das war so Anfang der 50er Jahre. Da waren die ersten Apfelsinen, die ankamen. Da waren ja etliche Kisten wohl über Bord gegangen. Die ersten Apfelsinen waren wirklich sehr gut, die konnte man sehr gut essen. Aber dann nachher waren sie dann doch ein bisschen länger im Wattenmeer oder in der Nordsee schwamm. Die waren dann doch sehr salzig und waren dann nicht mehr zu gebrauchen. Und woher stammten diese? Weiß man das? Nee, die sind von einem Schiff dann runtergekommen. Okay. Ne? Da sind dann wohl Container über Bord gegangen und dann sind die Apfelsinen, die lagen nachher, der ganze Strand war praktisch voller Apfelsinen. Aber das war dann nachher alles Müll, was man nicht mehr verwerten konnte. Heute muss ich sagen, habe ich ganz großen Respekt. Das haben wir ja damals nie erwartet und auch nie, dass unser Wattenmeer einmal Weltnaturerbe ist. Und diese ganzen Bemühungen, die von vielen Bürgern, von den Nationalpark und von den Naturschützern gemacht worden sind, die das erreicht haben, dass dieses einmalige Gebiet jetzt Weltnaturerbe ist, das erfüllt uns ein bisschen mit Stolz, dass wir das direkt vor der Haustür haben. Ja, das ist ein Stück Heimat, wenn man da rausgeht. Das gehört einfach zu unserer Landschaft, das gehört zu meiner Heimat dazu. Und das Wattenmeer ist eine einmalige Landschaft und wenn man da rausgeht, dann spürt man immer, dass sich das immer wieder verändert hat. Und auch man spürt hier, dass die Natur auch keine Rücksicht nimmt, ob nur Weltnaturerbe ist oder nicht, sondern die Natur hat ihr eigenes Leben, ihr eigenes Wirken. Und insofern ist das immer eine kleine Veränderung, wenn man da rausgeht. Und das ist natürlich auch das, was das Wattenmeer auch so interessant macht, dass man immer wieder was Neues sieht, was Neues entdeckt, was vor einigen Wochen oder einigen Tagen noch gar nicht da war. Es ist immer spannend, wenn man da rausgeht und das hört man auch. Wir haben ja auch sehr viele Touristen bei uns an der Westküste und die sagen auch immer, Mensch, wir haben heute wieder etwas entdeckt, das haben wir im vorigen Jahr nicht gesehen. Und insofern ist das keine einmalige Landschaft, die immer das Gleiche bietet, sondern wirklich immer wieder neue Facetten dann darlegt.